Guten Morgen zu einem eher ungewöhnlichen Videoformat auf diesem Kanal, nämlich einem Vlog. Ich nehme euch heute ein bisschen mit. Es ist Samstag, ungefähr 9:30 Uhr. Ich bin schon ein bisschen länger wach. Mein Freund, der hat seinen Wecker auf 7:45 gestellt, weil der noch irgendwie nach Ingolstadt muss, um jemanden zu treffen. Deswegen bietet sich heute auch besonders gut an, weil dann kann ich diesen Vlog drehen und gehe ihm nicht auf die Nerven, bis er nachmittags wieder da ist. Wie ihr sehen könnt, habe ich aber noch nichts gemacht. Ich sitze noch im Bett, ich habe mir was angezogen. Aber ich werde jetzt frühstücken und dann mal schauen, was ich heute alles so erledigen möchte oder muss. Viel Spaß! Übrigens, so viel wiege ich aktuell in der Schwangerschaft. 62,75 Kilogramm. Das bedeutet, ich habe ungefähr so 3,5 Kilo ungefähr zugenommen bisher. Ich bin seit heute in der 23. Woche und liege damit so voll im Normbereich. Also ich meine, man kann sich sowieso fragen, wie sinnvoll das ist, sowas zu tracken, weil selbst wenn ich jetzt 10 Kilo zugenommen hätte, was wäre die Konsequenz gewesen, fragt man sich. Oder auch wenn ich erst 2 Kilo zugenommen hätte, auch dann ist dann die Konsequenz, dass ich mehr esse, obwohl ich gar nicht mehr Hunger habe. Oder deswegen, ja, ist es wohl eh umstritten, ob man es überhaupt erfassen sollte. Aber zumindest von dem, was aktuell empfohlen wird, ist wohl so 4 bis 5 Kilo bis zu diesem Zeitpunkt vollkommen normal. Und deswegen versuche ich mir darüber auch nicht so viele Gedanken zu machen, wie das dann nach der Geburt wird mit dem, ja, Gewicht verlieren und so weiter. Und einfach darauf zu vertrauen, dass es sich schon irgendwie regeln wird und dass es dann einfach wichtigere Sachen gibt, als wie viel man wiegt. Das hier ist nun mein Frühstück, sehr unspektakulär. Ein Glas Leitungswasser und so Haferflocken mit Milch und Kakao. Esse ich in letzter Zeit gar nicht so häufig, aber ich hatte jetzt irgendwie keine Lust mehr, was Aufwendigeres zu machen. Und jetzt ist die Frage, was möchte ich heute alles erledigen? Denn ich habe keine externen Termine oder Verabredungen mit irgendwem. So, das hier ist meine Liste. Und da stehen leider sehr viele Haushaltssachen drauf. Und zwar, ich möchte das Bett neu beziehen und die Bezüge gleich waschen, sonst liegen die wieder ewig bei uns rum. Dann eine weitere 60-Grad-Maschine waschen, da hängt es aber ein bisschen davon ab, ob die Sachen, die jetzt da hängen, wirklich schon trocken sind. Dann möchte ich aufräumen. Ich zeige euch nämlich gleich, wie es ausschaut bei mir. Also bei uns im Zimmer. Und im Zuge dessen auch saugen. Außerdem müssen ich unbedingt einkaufen gehen. Das Einkaufen möchte ich verbinden mit einem Spaziergang. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hat es einfach schon geschneit. Man sieht es hier, es liegt ein bisschen Schnee auf den Dächern. Dementsprechend kalt ist es auch draußen, aber ganz ehrlich, es war auch die ganzen Tage davor schon nur so minus 1, 0, 1 Grad, 1 Grad, 1 Grad. Da habe ich lieber Schnee und 0 Grad als kalt und grau Nebel und 0 Grad. Für die Uni habe ich auch was auf der Liste stehen, nämlich zwei Sachen. Das eine ist für ein Seminar, wo wir irgendwie in so Gruppen arbeiten. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Konzept, hatte ich so auch noch nie. Auf jeden Fall müssen wir da jeder oder jede eine Studie raussuchen zu irgendwas zu Unterrichtsqualität, Lehrer, Lehrerinnen, Qualität, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Da muss ich halt was, mir das dann mal genau anschauen, was ich raussuchen muss und dann irgendwas raussuchen. Und das zweite ist ein ziemlich aufwendiges Projekt in Grounded Theory Methodologie. Da machen wir ein Forschungsprojekt. Was echt cool ist, wir sind in einer Gruppe und wir durften uns aussuchen, wozu wir forschen. Hauptsache halt qualitativ und nicht quantitativ. Und meine Gruppe und ich, wir forschen eben dazu, wie sich Protestkultur anhand von, ja, der Klimabewegung durch Corona verändert hat. Und dazu haben wir letztes Semester, hust, hust, Daten erhoben. Also wir haben Interviews geführt mit Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future und Hell for Future. Und diese Interviews müssen jetzt aber ausgewertet werden und die sind halt viele Seiten lang und dementsprechend aufwendig ist es halt. Und dort sollen wir, also wir haben schon eins kodiert, aber wir sollen jetzt eben noch ein weiteres Interview von uns kodieren und das wird bestimmt ziemlich aufwendig.
Deswegen mache ich wahrscheinlich auch nicht alles heute, aber auf jeden Fall mal anfangen. Das hier ist übrigens aktuell unser Schlafzimmer und das Zimmer, für das ich hauptsächlich verantwortlich bin, was zumindest die Ordnung angeht. Und wie ihr sehen könnt, sieht es ziemlich unordentlich aus, was glaube ich auch vor allem daran liegt, dass hier ziemlich viel Wäsche rumliegt, die einsortiert werden muss oder halt in die Wäsche muss. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Bett neu beziehen, dann kann ich nämlich diese 60 Grad Wäsche anstellen. Dann ist es schon erledigt, weil das dauert ja auch immer so 2,5, 3 Stunden, bis die Waschmaschine dann fertig ist. Und dann habe ich am Nachmittag hoffentlich noch genug Zeit für eine zweite Maschine. Mir ist gerade aufgefallen beim Bettenbeziehen, dass mein Freund immer noch mit seiner Sommerdecke schläft. Also mit dieser Decke hier. Und es ist aber ganz schön kalt nachts, weil wir nachts ja auch nicht heizen und dann noch vorher lüften und so weiter und so fort. Auf jeden Fall friert er nachts. Und das ist aber so eine, wir haben die sozusagen zweimal und die kann man aufeinander knüpfen. Und das mache ich jetzt für ihn, damit er nicht mehr nachts frieren muss. Ich selber schlafe das ganze Jahr über in einer Daunendecke, also immer in so einer dicken. Deswegen sieht es bei uns immer im Sommer richtig komisch aus, weil ich mit so einer dicken Decke und er mit so einer ganz dünnen schläft. Aber irgendwie finde ich so dicke Decken einfach gemütlicher. Few moments later. So, das sieht doch schon viel besser aus. Und meistens mache ich diese Überdecke nur übers Bett, wenn ich das Bett neu beziehe, fürs gute Gefühl oder manchmal für Videos, wenn ich irgendwie nicht, keine Ahnung, auf meiner Bettwäsche so sitzen möchte. Aber ich bin ganz ehrlich, wir benutzen sie nicht so häufig. Ich benutze sie häufiger im Winter, wenn mir kalt ist und ich am Schreibtisch sitze, um mich dann da so einzumümmeln. Ich habe übrigens gestern meine dritte Covid-Impfung bekommen, weshalb mein linker Arm noch so ein bisschen lädiert ist. Ich habe aber sonst gar nichts, also nicht mal Kopfschmerzen oder so, sondern wirklich nur diese Schmerzen im Arm, die ja ziemlich ja Standard sind nach Impfungen generell. Und ich konnte das eben machen lassen, weil meine zweite Impfung am 1.6. war und das jetzt halt ungefähr ein halbes Jahr her ist. Und für mich ganz persönlich war das auch überhaupt keine Frage, ob ich diese Impfung jetzt trotz Schwangerschaft, würden manche sagen, in Anspruch nehme. Aber tatsächlich ist es so, dass neueste Daten zeigen, dass eben Schwangere ein erhöhtes Risiko für schwere Covid-Verläufe haben. Das weiß man schon länger, aber was man jetzt eben neu weiß, ist, dass Covid-Infektionen wiederum mit häufigeren Fehl- und Totgeburten assoziiert sind. Zum Glück liegt es alles, selbst wenn man Covid hat, auch noch im niedrig einstelligen Prozentbereich. Aber die Impfung ist sicher und es wurde so empfohlen. Und Deutschland war tatsächlich sehr spät dran, was die Empfehlung für Schwangere angeht. Also in anderen Ländern, wie zum Beispiel Israel, hat man Schwangere von Anfang an ab dem zweiten Trimester mit geimpft. Und deswegen war das für mich gar keine Frage. Das muss jeder und jede natürlich für sich selbst entscheiden. Aber diese Impfung ist der beste Schutz, den ich mir und meinem ungeborenen Kind geben kann. Deswegen habe ich mich sehr schnell, also so schnell man konnte, um einen Termin bemüht. Es war aber tatsächlich sehr schwierig, weil Münchenstadt Chaos ist. Also hier wohnen einfach zu viele Leute. Und es kommen ja noch alle Leute dazu, die hier arbeiten und sich halt, keine Ahnung, schnell vor oder nach der Arbeit oder in der Mittagspause impfen lassen wollen. Weil man ja jetzt nicht mehr an den Wohnort gebunden ist. Wobei es auch, als das noch der Fall war, totales Chaos war. Da ist man auch an keinen Impftermin gekommen. Deswegen bin ich gestern nach Rosenheim gefahren. Dort habe ich noch einen ergattert. Da wurde scheinbar irgendwie was neu freigeschaltet. Weil eigentlich waren da auch erst Termine wieder ab Januar oder Ende Dezember frei. Und wenn ich einfach daran denke, dass meine Impfung schon über 6 Monate her ist, wie viele Impfdurchbrüche es gibt, dass ich Kontakt zu einem Säugling habe, nämlich meinem Neffen, der überhaupt keinen Schutz hat, und dass ich selber auch noch ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe habe, da ist mir ganz schön die Sause gegangen und deswegen dachte ich, ich bemühe mich so schnell wie möglich und war dann froh, dass ich gestern in Rosenheim mich impfen lassen konnte, obwohl das ein Act war, da hinzukommen. Es war nämlich auch noch Black Friday und irgendwie, es war einfach viel zu viel los. Aber ich bin froh, ich habe es gut vertragen, ich habe nur Schmerzen im Arm, sonst nichts. Ich habe keine Kopfschmerzen, kein Schüttelfrost, kein Fieber, ich bin fit. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich es machen konnte. Euch das Zimmer schon gezeigt. Ich werde mal aufräumen. Ich glaube, es ist gar nicht so viel. Hier liegt auch noch so ein bisschen Kram. Ich nehme euch mit.
und gebe euch nochmal einen Mini-Schneeausblick, bevor es losgeht. Ich versuche mein Glück mal unten in der Altpapiertonne, ob ich das hier alles da unterkriege. Schauen wir mal. Es hängt immer voll davon ab, dass dieser schon drin ist. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit oder vor Weihnachtszeit bestellen halt echt viele Leute viele Dinge. Deswegen drückt mir die Daumen. Ich war so semi-erfolgreich. Ich habe immerhin das, was im Karton drin war, wegbekommen. Aber die Tonnen waren schon so ultra voll, dass ich das eigentlich auch nur drauf gequetscht habe. Und den Rest muss ich wahrscheinlich nächste Woche mal probieren. Wahrscheinlich werden die Tonnen mittwochs geleert. Also alle 2 Wochen mittwochs. Ha, trotzdem nervig. Und draußen ist so richtig ekliges Wetter, weil es irgendwie so regnet. Ich dachte eigentlich, es soll eher schneien. Aber ja, es hat 3 Grad, also ja, regnet es eher. Weiter geht's. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum meine Frisur gefühlt in jedem Shot wechselt, es liegt daran, dass es heute so ein Tag ist, wo sich meine Haare und ich überhaupt nicht einig sind, was wir wollen. Deswegen bin ich die ständig am neu zusammenwurschteln. Deswegen wundert euch nicht. Nein, ich mache meine Haare normalerweise nicht 15 Mal am Tag neu. Das hier sieht jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Noch nicht optimal. Ich muss hier so in diesem Bereich noch ein bisschen was machen. Und diese Sachen da noch wegordnen. Hier hat sich noch nichts getan. Ich räume jetzt aber einfach mal auf ohne Kamera und zeige euch dann, wenn ich fertig bin. Much, much, much later. So, das sieht doch schon viel besser aus. Es hat irgendwie doch viel länger gedauert, als ich dachte. Jetzt werde ich noch schnell saugen und dann mal schauen. Auf dem Rückweg vom Staubsauger zurückbringen, fiel mir ein, dass ich ja noch trockene Wäsche abhängen wollte. Die ist jetzt hier drin. Ich räume sie ein und dann mache ich mal eine Pause. Weil es jetzt auch schon 10 vor 12 ist, ich also schon seit 2 Stunden dabei bin. Und also eigentlich habe ich nicht viele Beschwerden in der Schwangerschaft. Aber was ich schon merke, ist so Rückenschmerzen, wenn ich halt so, ja, einfach mich viel bewege und viel mache und halt auch Sachen hochhebe und so. Deswegen ist dann, glaube ich, mal eine Pause ganz gut, bevor ich mir dann Gedanken ums Einkaufen und um die Uni mache. Auf meiner Liste kann ich jetzt auf jeden Fall nicht nur Bett beziehen und Bezüge waschen und aufräumen, sondern auch noch, sofern der Stift will, saugen, runterstreichen, wupp wupp. Sehr gut. So, es ist jetzt 2:20. Und ich habe mich aus dem Bett wieder hin zum Schreibtisch bewegt. Ich habe schon eine Einkaufsliste in der Zwischenzeit geschrieben. Da steht ziemlich viel drauf. Wenn ich dran denke, jetzt zeige ich euch später, was ich alles eingekauft habe. Aber auf jeden Fall steht schon mal das Essen für heute und für morgen. Und jetzt möchte ich mich eben daran machen, ein bisschen mit meiner Uni weiterzukommen. Weil habe ich jetzt heute noch gar nichts gemacht. Und sonst wird es nichts mehr. Also keine Ahnung, vielleicht mache ich auch eins von beiden erst morgen, aber das andere möchte ich auf jeden Fall heute noch anfangen, weil sonst schiebe ich das alles nur raus. Und dass ich jetzt müde bin, ist zwar schade, aber nicht zu ändern. Also ich fange jetzt an mit dem für die qualitativen Methoden, mit dem Codieren, weil das dauert immer richtig lange. Und wir machen das in MaxQDA. Und es schaut so aus. Es ist hier so ein Programm und man lädt da halt das rein, was man erhoben hat, beziehungsweise was man halt verschriftlicht hat. Das hier ist jetzt nur die Transkriptionslegende, ich kann natürlich keine Daten jetzt zeigen. Und ja, hier steht ein angemampfter Weihnachtsmann. Ja, aus Datenschutzgründen ist, glaube ich, klar, aber es funktioniert dann eben so, man kann hier Sachen markieren und dann kann man Codes erstellen und dann hat man am Ende eine ganz lange Liste an Codes, die einem eben Stichwörter zu den verschiedenen Dingen geben, die da eben gesagt wurden. Und das Ganze dauert ziemlich lange, weil man eigentlich für fast jede Zeile oder alle 2 Zeilen einen neuen Code vergeben muss und die müssen halt inhaltlich Sinn machen.
ein bisschen später und ich habe mich umgezogen, denn ich gehe jetzt zum Supermarkt, beziehungsweise ich gehe erst noch ein bisschen spazieren, weil irgendwie mein Sportpensum nicht so krass ist, deswegen möchte ich wenigstens schauen, dass ich dann ein paar Schritte mache, wenigstens so ein bisschen an der frischen Luft bin. Und dafür habe ich mir eben zumindest ein bisschen was Vernünftigeres angezogen. Übrigens, mein Bauch fängt an zu wachsen, beziehungsweise ist schon gewachsen. Ich bin jetzt in der 23. Woche und ich zeige euch mal, wie das jetzt aktuell aussieht. So sieht das jetzt aktuell aus. Also man sieht es schon so ein bisschen, wobei ich immer noch der Meinung bin, man könnte auch einfach meinen, dass ich vielleicht ein bisschen zugenommen habe, was auch de facto stimmt. Ich habe es euch heute Morgen erzählt. Aber ich glaube, er wird weiter fleißig wachsen. Ich habe noch nicht diese Linie, diese schwarze Linie auf dem Bauch, aber mein Bauchnabel kommt schon langsam raus. Also ja, ich bin gespannt, wie es sich die nächsten Monate so weiterentwickelt. Jetzt mache ich mich fertig, ich ziehe mir was Warmes an, es ist richtig ungemütlich kalt draußen und ich will nicht frieren. Hier im Hintergrund sieht jetzt mein Einkauf von gerade. Das war irgendwie ziemlich schwer zum Tragen, irgendwie mehr als ich gedacht hatte. Und das ist übrigens der Feuermelder, der sich meldet, weil er leer ist. Das wussten wir aber bereits, wir wollen ihn ersetzen. Also hier seht ihr Toilettenpapier, sehr spannend. Pommes, Milch, hier so diese veganen Mühlen-Nuggets. Die sind echt sehr lecker, also natürlich schmecken sie nicht wie Hühnchen-Nuggets, aber ich würde so sagen 85% vom Geschmack und fast 100% von der Konsistenz. Also wer sich nach veganen oder alternativen Fleischersatz umschaut, dem kann ich die echt empfehlen. Butter, weil ich backen will. Sojasauce, weil wir morgen Eierreis machen. Deswegen auch die Eier, die Frühlingszwiebel und die Karotte. Dann eine Gurke. Ich hätte gerne Gurkensalat. Zweimal Käse, einmal Traubensaft, dann zwei Flaschen Öl, einmal Olivenöl, einmal Sonnenblumenöl, weil wir es geschafft haben, beides gleichzeitig leer zu machen. Alkoholfreier Rotwein, weil ich schwanger bin und ich möchte halt Rotweinkuchen backen. Und klar, es verdampft schon ein guter Teil davon im Ofen, aber so ein ganzer Rotweinkuchen und so viel verdampft dann irgendwie doch nicht, wie man denkt. Deswegen, ja, möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen. Dann habe ich diese sauren Gürkchen gekauft, weil ich Bock drauf hatte. Mehl zum Backen, Vanillezucker zum Backen, Mayo, weil unsere fast leer ist. Erbsen für den Eierreis, ungesunde Nougat-Bits und ähnlich ungesunde gefüllte Lebkuchenherzen. Und jetzt räume ich alles schnell ein. Die zweite Wäscheladung, meine zweite 60 Grad Wäsche, wäscht übrigens auch gerade. Ich habe sie gerade angestellt. Das heißt, ich kann die 60 Grad Maschine einkaufen, Spaziergang und noch offen diskutieren. Beginnen, abstreichen. Das heißt, ich habe jetzt noch übrig für heute die Studie für P9 raussuchen und gegebenenfalls backen. Aber das Backen, das schiebe ich auf morgen. Ich habe auf gut Deutsch gesagt einfach keine Lust mehr. Und ja, morgen ist glaube ich sowieso besser. Da können wir dann den ersten Advent irgendwie mit Rotweinkuchen und Plätzchen feiern. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. So sehen sehr viele meiner Wochenenden aus. Also erst ziemlich viel Haushalt. Und dann noch ein bisschen Uni und ja, noch so allgemeiner Kram. Ich hoffe, es geht euch gut. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.